Schon Minuten nachdem sie im Achtelfinale der Champions League zueinander gelost wurden, geben es sich der FC Bayern und Beşiktaş bei Twitter. Die Bayern posten ein Bild von Torjäger Robert Lewandowski, der grinsend Unheil für Beşiktaş ankündigt. Die Türken reagieren und empfehlen den Bayern, mal bei Timo Werner nachzufragen. Dazu ein Bild des Leipziger Stürmers, auf dem er sich die Ohren zuhält. In der Gruppenphase verlor Leipzig in Istanbul. Werner kämpfte mit Kreislaufproblemen. Die Lautstärke der Beşiktaş-Fans machte sein Leiden wohl noch schlimmer. Beşiktaş verspottet den Nationalstürmer und hofft wohl, dass die Bayern Ähnliches erleben. Der Konter der Münchner: Sie können auch mächtig Lärm machen, wie hier Thomas Müller beweist. So oder so dürften es zwei heiße Duelle werden. Angst hat Beşiktaş auf jeden Fall keine.